Wir starten Dead Space. Dead Space. Let's go. Giveaways auf, ihr wisst Bescheid. Und bam. Jetzt muss ich das falsche Game starten, weil es ist direkt neben Dead by Daylight. Dead Space, Dead by Daylight. Achtung, Verwechslungsgefahr. So. Will wieder 80 Kilo Bereich haben. Also, I see. Bis gleich wieder zurück. Dead Base! Dead Base spielen. Genau das spielen wir. Ich bin extrem gut in DBD-Bugs, finden Sie das auch? Ist das ein Sport? Ist das ein Sport mittlerweile? In DBD-Bugs finden? Willkommen bei Spaceman-Time! Oh Mann, Silver. On point heute. Off guard erwischt er mich. Okay, ich glaube, wir können einfach Spiel-Fortsetzung machen. Let's go. Dead Base. In Spaceman-Time. Ich glaube, das schreibe ich das nächste Mal in den Stream-Title rein. I like it. Silver, den klaue ich dir. Mit eurem Host Dead Base. So ist es. Ja, ich brauche jetzt nur noch. Ich muss nur noch so schwer atmen wie Isaac. Kann ich gar nicht. Ich muss mir den Eimer über den Kopf setzen. Also, Kurskorrektur. Mach nur. Jawohl. Oh, konntet ihr denn alle gut schlafen nach dem gestrigen Stream? Ja, bestimmt, ne? Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Okay, Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Okay, egal. Du kannst alle 2 Monate einen Name-Change machen, Base. Nein, so lange brauche ich aber nicht, um Dead Space durchzuspielen. Deswegen können wir das nicht machen. Ja, hab sogar verschlafen. Oh shit! Oh shit! Not cool. Dann ist es ja indirekt meine Schuld. Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Okay. Plasma-Cutter raus. So, let's go. Got it. Okay. Bewertest du das eingestellt, das auch? Dann ist es nicht wirklich gruselig für dich gewesen. Keine Lust gehabt auf Arbeit. Okay, ja, nee, das kann ich auch verstehen irgendwie. Wow! Hallo? Kontrollraum. Major Tom an Ground Control. Ground Control. Ground Control. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Habt ihr auch gerade gesehen, dass da was hochgekrochen ist? Okay. Okay. Emergency Supplies, das brauche ich. Hallo? Das ist ein Aufzug. Okay, da gehen wir noch nicht rein. Der Shop. Sehr gut. Credits. Was können wir denn hier machen? Okay. Wenn man kein Kleingeld hat, ne? Okay. Wir gucken mal, was wir kaufen können. Wir haben 10.000 Credits. Oh, Anzug Level 2 haben wir schon gekauft. Ich dachte, das. Ach ja, stimmt, den haben wir schon gekauft. Okay, wartet kurz. Wir haben im Inventar dabei 2. Wieso haben wir einen Luftkanister dabei? Okay, Plasma-Energie. Wir haben ziemlich viel Stuff dabei. Ich glaube, den. Den packen wir in Safe. 25 Schuss
ist ja in Reserve. Die Waffe ist ja geladen. Okay. So. Ich habe keine Ahnung. Impulsprojektil, Plasma-Energie, was war denn das nochmal? Ne, das andere haben wir schon weggepackt. Okay, das passt. Das passt schon. Okay. Was können wir denn hier noch kaufen? Wir haben 3 Knoten dabei, das ist wichtig. Kaufen wir noch einen Energieknoten? Oder kaufen wir noch eine andere Waffe? Wir könnten noch die Strahlenkanone kaufen. Wollen wir eine neue Knarre kaufen noch? Ja, ne? Ihr wollt ja die Knarren alle sehen. Slicer mit breiten Strahl- und zeitgesteuerten Minen. Okay. Oder den Flammenwerfer. Hm. Ich glaube, der Flammenwerfer wäre ganz geil. Wir machen es so. Wartet mal kurz. Genau, Silbersaat auf Flammenwerfer. Weil ich glaube, diese ganzen kleinen Viecher, die so am Rumkrabbeln waren, das eine Mal, die auf unserem Rücken gekommen sind, die waren nervig. Und deswegen kaufen wir uns, glaube ich, den Flammenwerfer. Ich verkaufe einmal... Ja, ein kleines Medikit. Da haben wir 11k. Und dann kaufen wir uns den Flammenwerfer. Let's go. Flammi! Genau, so, jetzt haben wir den. Und fertig. So, wo ist er? Da ist er. 125, okay. Klein, aber fein. Okay, egal. Sicher ist sicher. Wir speichern einmal, weil wir können es ja, ne? So, und jetzt gucken wir kurz, wo es uns hinführt. Da konnten wir nicht lang und da könnten wir aber lang. Es sagt aber, wir sollen da lang. Wir gucken aber einmal kurz, was hier ist. Hier ist verschlossen, da ist verschlossen. Okay, also. Hallo? Okay. Okay. Es ist ganz schön im Arsch alles hier. Und irgendwie ist es hier wieder... Okay, der ist doch nicht tot, oder? I believe shit, oder? Ja. Das meine ich doch. So. Nicht mit uns, ne? Okay, die Tür ist auf jeden Fall im Arsch. Okay. Ich höre Stimmen. Hört ihr auch Stimmen? Oh, warte, das ist eine Toilette. Mal gucken. Achso, ich dachte gerade. Da gucken wir noch. Okay, da vorne ist was. Da ist ein Schrank. Plasma-Cutter. Okay, let's go. Lisbetti, Hallöchen, willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir? Oh, ein neues Schema für Brennstoff. Nice. Jawohl, jetzt kriegen wir auch Brennstoff. Kann also Munition dafür bekommen, okay? Huch. Werkbank. Hm? Hallo? Decklogbuch, Hollow oder Hello. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagte, das Schiff wurde angegriffen, aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Erst stirbt der Captain und jetzt werden wir angegriffen. Carmack meinte, jemand vom Brückenpersonal hätte ihn getötet, aber das kann ich gar nicht glauben. Jetzt tobt hier das Chaos. Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen, wollen nur noch weg von hier. Sollte mich ihnen vielleicht auch anschließen. Okay, The Seas, der ist also auch tot. Tschüss. Mir geht's fantastisch und euch so? Danke, mir geht's sehr gut. Wir feiern Schocktober, zweiter Tag vom Schocktober und wir machen weiter mit Dead Space. Ich weiß nicht, ob du das Game kennst. Falls nicht, dann mach's dir gemütlich, nimm dir eine Kuscheldecke und nimm dir ein bisschen Popcorn. Und halt von irgendeinem Kellerkind noch die Hand. Das ist ganz wichtig. Und schön laut machen. So, Plasma-Cutter. Wir haben... Ich würde ja gerne... Pass auf, wir machen das so. Wir machen 2 Dinger rein. 1. 2.
Und dann gehen wir mit dem dritten nachher hier hin. Aber, wir behalten den einen Knoten noch. Ich kenne es more or less, hab mal zugeguckt, aber da war ich noch jung und hatte Angst. Und hältst jetzt schön Arashis hat, das ist super. Ja, heute nicht mehr. Damals, wie war das, als Necro das Game gespielt hatte, hat Arashi Otto, Zitat, Arashi hat sie noch eingeschissen. Okay, let's go. Hallo? Teamwork? Okay. Sieh, da sind sie tot. Oh, oh Gott, da unten war er. Hab's genau gesehen. Was red ich für Sachen? Ich zitiere dich nur, Arashi. Ich zitiere dich nur. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ja. Heilung. Gib das her. Pick or didn't happen. Last stream? Ja? Ich hab Wots. What? Wo? Wo? Ah, shit, es gibt Wots. Oh shit. Wo ist es? Hallo, wo bist du? Ich hab dich gehört. Okay. Mach das mal auf. Emergency Supplies now! Okay. Dankeschön. Credits. Nimm ich auch mit. Credits sind immer gut. Okay. Okay, wir gehen hier rüber. Holy crap, ich wusste es! Nicht mit mir. Jumpscare auf wen anders. Okay. Puh. Okay. Was ist das hier? Störung. Achso, ich kann das Ding ranziehen. Okay, warte, wir ziehen das ran. Bitte zurück, WBN, Yunus. Warte mal kurz. Hab's. Okay. Wollen wir da... Nee, ich will da noch nicht rüberfahren. Ich guck erst hier. Okay, Stasi-Modul. Hier ist nix. Wir gucken, was da oben ist. Hallo? Was ist das? Runterziehen für was? Okay. Tanksequenz aktiviert. Was tanken wir? In Betrieb? Oh oh. Oh oh. Wir machen so viel Krach. Heiliger Stoßer. Was? Pipi-Pause? Wer? Wo? Bei mir? Nein, ich brauche keine Pipi-Pause. Hast du nicht auch so ein Gaming-Chair mit Loch in der Mitte und Tank drunter? Kappa? Oh shit! Ah! Okay, warte. Hier, die. Für die wollte ich den Flammenwerfer haben. Wuhu! Weg von mir! Okay, alles gut. Nichts passiert. Hat er noch was bei sich gehabt? Nee. Ach so, ach deshalb machst du immer die Cam aus, bevor du aufstehst. Genau, Silver. Durchschaut. Okay. Hallo? Kontrollraum. Einmal nachladen. Ich nehme mal den Plasma-Kanon. Bezüglich Klo als Stuhl, da haben wir wieder das Thema eingeschissen, ne? Okay. Ist er nicht hübsch? Ist er nicht hübsch? Okay. Der kommt aber nicht hier raus. Wir könnten aber da reingehen. Hallo, aufmachen. Dankeschön. Okay. Okay, wir machen das jetzt auf. Seid ihr bereit? Komm her. Wo ist er? Da.
Oh shit! Weg hier. Taxi. Aber es sind schon Elite, die Typen. Nur am Rumstressen. Oh mein Gott, Yunus. Du lebst auf gefährlichem Fuß mit solchen Aussagen hier. Okay, okay. Das ist noch nicht auf, ne? Nein, das ist noch nicht auf, okay. Okay. Wir halten mal kurz. 2, 1, Risiko. Darkwing Yunus. Okay. Ich glaube, wir fahren jetzt mit diesem Ding rüber, ne? Okay. Ne, wir fahren jetzt mit dem Ding rüber. Okay, was soll das schon schief gehen? Seid ihr bei mir? Okay. Sieht total sicher aus. Alles nachgeladen? Jupp. Nein? Ja, alles klar. Oh shit, da oben sind welche. Oh shit, da unten ist auch einer. Oh mein Gott! Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Gröbster Problem, man kann nur mutmaßen. Oh shit, wir hätten hier auch irgendwie diese Explosivtanks nehmen können. Aber das war jetzt gerade letzte Sekunde Stasis anmachen für den Elite-Typ, ey. Okay. Okay. Da ist man einmal 3 Sekunden AFK und dann liest man sowas. Ja, ja, genau. Hat er direkt ausgenutzt. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuch, Tampa. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekappt und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann. Aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Aber wenn ich Yunus purge, kann man dann immer noch Ausrufezeichen Yunus verwenden? Oh, hier. Energieknoten, nice. Okay. Perfekt. Okay. Ich glaube, hier haben wir alle. Ja, yep. Okay. Oh shit! What the? Okay. Wo ist es hin? Kommt's da wieder raus? Hallo? Okay. Da ist ein Speicherpunkt. Wer von euch ist noch? Wer von euch steht wieder auf? Und wenn sie dann Hunger haben, eine Schweigeminute für alle Ghosts, die ihr halbes Leben lang so leiden müssen. Okay, Stasis. Oh shit.
Okay. Hallo? Wir speichern. Sicher ist sicher. Da ist noch ein Audio-Log, glaube ich. Nee, ein Schema. Okay. Ach halt, von da. Klack. Tanksequenz aktiviert. Perfekt. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Perfekt. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Ich hab Schweigen gesagt. Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Okay, er hat auch Stress. Ich wette, der kommt jetzt wieder. Wo ist er? Oh shit, Baby! Ah! Ah! Finger weg! Ah! Kick! Okay. Okay. Oh shit, die sind an der Decke! Die sind überall! Oh shit. Let's go. Stirb! Ah. Okay. Boah. Ey, purer Stress, die Gegner. Okay. Okay, ich hab's. Ganz kurz AFK, alles klar, bis gleich. Wo? Links? Ich hab was gehört. Genau, wir sollen wieder zurück, also. Tschüss! Okay. Arashi hat bestimmt eine Lobby. Ich spiele gerade DBD nebenher. Deswegen. Oh shit. Oh Gott. Da war wieder einer. Der rennt nach da oben. Okay. Okay. Oh. Wo lang? Sekunde. Voll verlaufen. Gut, dass ich die Karte habe. Den Marker habe, meine ich. Okay. Und ich dachte schon hoffentlich nur Angst, Schiss und kein Magen-Darm, was sich gerade wieder umgeht. Nein, mach keinen Mist. Keiner will Magen-Darm hören oder sehen. Hallo? War ich hier schon? Ach doch, ich war hier schon. Ja, natürlich war ich hier schon. Okay. Da, wo der Typ sich die Zähne rausgenommen hat. So, jetzt sind wir wieder im Kontrollraum. Okay, hallo, hallo. Ich weiß, als Zuschauer ist alles nicht so gruselig. Doch, Magen-Darm ist auch als Zuschauer gruselig, total. Genau, Kellerkinder sollen nicht leiden. Okay, wir gehen hier runter. Let's go. Int, aber du hast doch dein Pew-Pew-Game, oder nicht? Ich heile mich nochmal. Kleine Heilung. Safe is safe. Hallo? Ja. Okay. Alles sicher? Oh, hi. Bibi. Luftkanister. Okay.
Hier spricht Tempo. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Okay. Wir reparieren. Gehen wir da jetzt schon rein, oder? Oh, hallo. Nein, wir looten erstmal alles. But your dream is still breathtaking. No, you're breathtaking. Okay, Brennstoff. Oh, hallo. Strahlmunition. Hm. Werkbank? Nein, ich will meine... Wie viel haben wir denn? Wir haben... Halt, Menü. Knoten 2. Ne, behalten wir noch, falls wir irgendwo so in einem Raum kommen. Okay. Selbstverständlich bei deiner Ernährung, okay? Okay, Kontamination. So, mein Gott, schweres Wort. Base. Dekontamination aktivieren. Wir können hier eh nichts mehr looten, also let's do it. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Wow. Oh Gott. Da ist einer. Komm hier nicht rein, ich dekontaminiere. Oh shit. Oh shit. Oh shit, die sind in die Lüftung gegangen. Sie gehen in die Lüftung. Schuss war überflüssig. Aber ich wollte auf sicher, auf Nummer sicher gehen. Okay. Die Kontaminationssequenz beendet. Aha. Vielen Dank für Ihre Geduld. Hab ich doch immer gerne gemacht. Okay. Okay. Schrank. Perfekt. Weniger Schokolade essen. Wie kannst du denn weniger... Wieso will man weniger essen? Du musst jetzt nicht wirklich auf die Figur achten. Okay, es will, dass wir in die andere Richtung gehen, also sind wir in die richtige Richtung gegangen. Okay, 2 Energieknoten haben wir... einen Energieknoten wieder mehr, das heißt, jetzt haben wir 3. Ich dachte, auf die Figur nur wegen dir, Base. Oh. Weil ich wollte gerade sagen, ich hab das doch bei dir gesehen, also du musst ja nicht wirklich auf die Figur achten. Oh shit. Ist Schoko verstopft? Hallo? Hi. Hi. Okay. I got this. Oh. Ist da gerade einer reingekrochen? Oh, ich will das haben. Halbleiter, Gold. No! Okay, wartet. Ich glaube, wir müssen Stuff benutzen. Aber wir brauchen größeres Inventar. Okay, benutzen. So. Stasis. Hier, Halbleiter mitnehmen. Nächster Shop ist unserer. Perfekt. Alles nachgeladen. An die Laucharme. Huch. Oh, speichern. Schon mal gut. Ist auch schon ein bisschen her. So. Okay, was bist du?
Luftkanister Mittel, okay. Ende der Schwerelosigkeit. Oh. Ach so. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay. Okay, warte. Oh shit. Hab ich da. Oh Gott! Da ist so ein Vieh! Oh Gott, da ist es! Okay, ich hab's. Da ist es. Das ist an mir vorbeigesprungen, okay. Wo ist es? Kommt's hier hoch? Okay. Es ist unter uns, ne? Gewartet. Okay, wartet. Ups, ich wollte nicht Stasis benutzen, ich wollte. Okay, wartet. Okay, wie war das nochmal? Wir konnten da mit Y, glaube ich, hin, ne? Aber ich muss es mit dem Plasma-Cutter machen, genau, das war's. Yep. Yep. Da ist es. Es hat nur noch einen Arm und keinen Kopf mehr. Okay. Ah, verdammt. Jetzt dein Ernst? Inventory Management. Okay. 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 Bin jetzt der Ingenieur, also. Ups, okay, das hat nicht geklappt. Setzen Sie Stars ein, um. Ach so! Ich muss es. Warte mal kurz. Nein! Generator-Modul angebracht. Hat doch geklappt. Bin ich smart oder was? Okay. Hab doch da was gehört. Hallo? Okay. Okay. Gleich ins Spiel. Es ist immer smart. Das Kappa stört mich. So. Oh shit. Oh shit, warte. Wir probieren was Smartes aus. Was Smartes. Munition sparen und so. Munition gehabt? Wenn ja, wo ist sie hin? Okay. Huch. Okay. Da, was ist das? Okay, kein Platz mehr für Stase. Okay, wartet. Aktivieren der Zentrifuge. Leitet Gravitation an. Yep. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Jawohl. Wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Wow. Okay. Verdammt. Wartet. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe keine Luft mehr, mein Freund.
was? Oh fuck. Und dann die Uhr. Wartet, wir machen Stase. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Bosch. Stase! Stase! Okay, wartet mal. Counter. Das war jetzt Nummer 1. Ja. Okay. ja. Ich hab's kommen sehen, weil ich beim ersten Mal das Ding nicht getroffen habe. Ich dachte, ja komm, jetzt rennst du einfach durch. Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Oh shit. Okay. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht so. Wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Okay. Also weil hier so ein Stase-Modul ist zum Aufladen, gehe ich stark davon aus, dass wir das definitiv brauchen, sonst kommen wir da gar nicht durch. Jetzt nur die Frage. Auf was schieße ich das jetzt? Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich das auf den Antrieb. Nicht. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Das geht nicht. Oh Gott. Warte mal kurz. Gehe ich tot, wenn ich hier stehe? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Okay. Ich glaube, ich muss... Ja, ich muss in die Richtung laufen. Oh Gott, ich habe keine Luft mehr gleich. Oh, verdammt. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wartet, wartet, wartet. Luftkanister, klein. Oh mein Gott, der Stress ist da. Oh, der Sound, Leute, der Sound! Da, Sauerstoff. Okay. Der Sound ist einfach nur mega geil. Oh shit, oh shit! Lass mich durch, lass mich durch! Hab's doch. Oh shit. Oh Gott, bin ich hängen geblieben? Nein, es hat geklappt. Okay. Okay. Oh Gott. Raus. Raus. Ende des Vakuums. Ah, das ist leider so. Wow! Oh! Ah! Oh fuck! 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 Ah! 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 Oh, man kann nicht zielen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Potato Aim? Hallo? Potato Aim? Es ist tot? Oder es hat mich zumindest in Ruhe gelassen. Okay. Boah, ich wusste, dass dieser Arm irgendwann kommt. Ich wusste nicht, ob er jetzt kommt. Ich habe keine Munition mehr für das Ding. Egal, okay. Gut, 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 gut. Alles klar. Wir sind noch dabei. Wir sind noch dran. Okay, alles klar. Hier raus, genau. Okay. Schön nach der Zero-G-Sequenz, ey. Oder sie. Ja doch. Baby Yunus. Okay. Nochmal die Kombat. Oh, hallo? Wo ist er hin? Oh Gott. Okay, okay. Jawohl. Ha! Nur Plasma-Cutter? Nee, Medkit, okay.
Pass mal auf, jetzt versuchen wir mal einen geilen Trick. Und zwar ist mein Plasma-Cutter alle. Ich habe auch keine Munition mehr, aber... Jetzt pass auf. IQ-200-Move. Ich gehe an die Werkbank, ich gehe an den Plasma-Cutter. Und ich investiere einen Punkt in das Tempo. Obwohl, Tempo ist es nicht. Ich glaube, ich müsste einen Shortcut nehmen. Ich müsste 2 Punkte ausgeben. Ich gebe einen hier aus. Und dann gebe ich einen in Kapazität aus. Und jetzt watch this. Schuss. Ha? Ist es geil? Oder ist es geil? Ha? Ha? IQ 200 Strats? Oder ist das schon Cheaten? Don't disturb mal machen? Alle Leute werden... Achso, ja genau, hier, Arashi fragen, die weiß Bescheid. Wenn du zugespammt wirst, dann machst du das so. Sie called Hacks. Okay. Isaac, hörst du mich? Ja? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und ich dachte, Hammond... Sie ist tot? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor Sie den Planeten angebaut haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das Sie auf dem Planeten gefunden haben und das Sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Okay. Thanks. Okay, die Tür da hinten. Aber vorher... Oh, wartet, vorher... Jawohl. Brennstoff, Flammenwerfer. Ripper! Wir haben den Ripper. Industriesäge mit Fernsteuerung. Pock! Okay, aber wir müssen jetzt erstmal wieder Stuff wegbringen. Als erstes, wartet. Halbleiter Gold verkaufen. Dafür ist er nämlich gedacht. Medipack in Safe. Medipack in Safe. Stasepack. Ich weiß nicht, der kommt auch in den Safe. Ich weiß gar nicht, ob man die Luftkanister wirklich groß braucht. Also ich brauch's jetzt nicht. Komm, die verkaufen wir. Strahlenmunition kommt in den Safe. Brennstoff haben wir echt viel. In den Safe. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz. Ob ich unendlich viel Platz im Safe habe, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist eine gute Frage, kann ich dir nicht beantworten. Ich glaub's aber fast. Jetzt bin ich die Frage, was kaufen wir uns? Ein schönes Energieknoten, hätte ich jetzt gesagt, damit wir wieder leveln können. Zack, 2. So. Und speichern. Nairobe, hi, willkommen im Stream, schön, dass du reinschaust. Na, wie geht's dir? Und direkt Ausrufezeichen Giveaway eingeben und folgen Sie den Instruktionen, jetzt wo du den Wecker vor deinem Namen hast. Ganz gut geht's dir und mir geht's auch sehr gut. Wir feiern Schocktober und wir spielen Dead Space, falls du das Game kennst. Okay. Hallo? Oh, Vakuum? Luftkanister, dankeschön. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh, okay, alles klar, wartet. Ich kenne das. Let's do it. Oh. Okay, jetzt bloß nicht den Mindfuck verlieren. Schon passiert. Oh shit! Das Potato Aim is real! Ah, Kackvieh, ey. Okay, got it. Oh.
Ende der Schwerelosigkeit. Oh shit, ich wusste... Antritt Schwerelosigkeit. Kackvieh, ich wollte es gerade sagen. Ist hier noch irgendwo ein Moon? Oh, warte, da. Oh, verdammt, wir haben nicht mehr lange Zeit. 20 Sekunden! 20 Sekunden! Ende der Schwerelosigkeit. Oh shit, reicht das? 10 Sekunden! Ende des Vakuums. Amsterdam Terror Core! Weg hier. Hallo? Suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Okay. Kann ich verstehen? Können wir dem irgendwie helfen? Ob wir ihnen jetzt geholfen haben, sei mal dahingestellt. Okay. Wait, what? Ich hab ein Logbuch aufgesammelt. Technisches Logbuch Danvers betrifft organische Wucherung im Maschinendeck. Die nicht identifizierte Wucherung, die bereits in anderen Teilen des Schiffes zu sehen war, hat jetzt auch das Maschinendeck erreicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das für ein Zeug ist. Es sieht jedenfalls aus, als hätte jemand seine Innereien über die Wände verteilt, aber es verbreitet sich schneller, als wir es entfernen können, was eine ganz schön eklige Drecksarbeit ist. Die Wucherung ist bereits in den Maschinenkranz vorgedrungen und wenn wir keine Möglichkeit finden, sie zu stoppen, wird sie spätestens übermorgen die Hauptkammer erreicht haben. Ich hoffe, die Docs arbeiten an einer Lösung. Ich selbst kann da nicht mehr viel machen. Okay. Ah, holy crap. Huch. Munition. Da. Energieknoten. Credits. Okay. Sieht gut aus. Hm. 15 Jungs und dann kommt ein Mädchen in die Gruppe. Oh, das geht bestimmt gut. Okay. Was macht da eklige Geräusche? Bach. Bach, bach, bach. Hallo? Okay. Das soll irgendwas hier, ne? Was? Was? Wo? Wer? Was? Ah! Ah! Ah!
Ah, diese Ekeldinger. Okay, warte, Flammenwerfer raus. Okay. Geh weg! Okay. Hat Nairobi denn jetzt eigentlich das Giveaway mitgemacht? Ich hab's jetzt gar nicht mitgekriegt. Hoppala. Hm. Der Typ ist tot. Hm, da geht's noch eine Etage runter, nehme ich an. Ist jetzt noch nicht? Oh nein, hat sich eben nicht gehört. Okay. Hey Roro, wenn du da bist, Ausrufezeichen Giveaway und folge den Instruktionen. Okay. Hallo? Da ist die Tür. Okay. Oh ja. Knoten? Ja, absolut. Jawohl. Jackpot. Der totale Jackpot. Also das hat sich schon gelohnt. Und genau deswegen sparen wir unsere Knoten. Sehr gut. Da ist auch noch eine Tür. Okay, Stase ist voll. Stase brauchen wir auch nicht verbrauchen. Bah, 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 bah. Okay. Nimm das mit. Okay, Ich dachte, der droppt irgendwas, aber... Nope. Okay. Knapp, okay. Bist du tot? Okay. Jo, was geht? Normaler Mann, willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Oh Gott, da kommen die Kackviecher, warte. Got it! Okay. Okay, da ist zu, da ist auf. Hier können wir speichern, das machen wir. Okay. Und das, was Yunus sagt, genau. Wir haben wieder einen Giveaway am Start. Und zwar dank Yunus. Oh shit. Oh shit. Verdammt, der Schuss war schlecht. Oh Gott, was ist das? Oh Gott, was ist das? Halbleiter Gold. Bäh. Okay. Da, Energieknoten. Nehmen wir mit.
Alles klar, mach das, Jonas. Viel Spaß. Oh, Leben. Verdammt. Okay, warte, was machen wir weg? Verdammt, die sind auch easy money eigentlich, ne? Ja komm, wir benutzen das. Geh nochmal zurück. Die Blase muss platzen. Meinst der hier? Sorry, der hier. Und die Lord Neo, Abend. Na, erstes Mal Dead Space? Nein, aber schon wieder länger her. Aber erstmal willkommen im Stream, die Lord. Wenn ich das richtig sage. Oder Neo, sag ich Neo. Die Lord Neo, die Lord. Meinst du die hier? Silver? Nope, 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 nope. Da passiert nichts. Ich glaube, ich habe ihn perfekt getötet, dass er nicht platzt. Sieht so aus wie eine Eiterblase. Das triggert mich. Genau, das triggert mich. Yes, ich bin auch immer für die Blase zum Platzen. Muss platzen, genau. Die muss platzen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich könnte mich auch daran erinnern, dass die Dinger geplatzt sind und dann kam da irgendwas raus, ne? Waren da diese kleinen drin? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Okay. So, lass mal sehen. Auf jeden Fall, die Lord machst du dir bequem, wenn du das Game schon kennst, dann weißt du ja, was dich erwartet. Aber es ist einfach unglaublich gut gealtert, ne? Sind wir doch mal ehrlich. Es sieht so gut immer noch aus. Okay, und das ist die Konsole, wo wir hin müssen. Ich habe da gerade was Interessantes gesehen und ich glaube, ich erinnere mich daran, dass das funktioniert. Ich werde das gleich mal machen. Pass mal auf. Obacht, ich zeig euch was. Und zwar, wir können ja mit unserer kinetischen Kraft können wir ja Gegenstände werfen. Jetzt watch this shit hier. Hier, hier. Seht ihr das? Da. Ein Sägeblatt, was auch immer, Rotorblatt. Jawohl. Jawohl. So, und ihr denkt genau das gleiche, was ich denke. Ich leg's erstmal hin für gleich und let's go. Zündungssequenz eingeleitet. Okay. Bitte warten. Ja, warten ist ja genau mein Ding. Oh shit. Der Plan war gut. Okay. Okay, watch this. Letzten Schuss. Ah, muss weg, muss weg, muss weg, muss weg, muss weg, muss weg, muss weg. Wo ist hier noch was zum Werfen? Da hinten, ich weiß wo, ich weiß wo, ich weiß wo. Oh Gott, sie kotzen, sie kotzen. Fuck. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Runter von mir! Oh, der Stress ist da! Oh. Jawohl! Ah, in Space hört mich niemand schreien! Oh fuck! Ich muss hier weg! Wo ist das Sägeblatt? Ich will das Sägeblatt benutzen! Oh, der Sound! Getriebe werden gezündet. Oh fuck! Okay! Komm, Isaac! Du es! Ah! Oh. Oh shit. Okay. Wo ist der andere? Da. Ah. Oh Gott. Okay. Jetzt hab's. Oh mein Gott, ein Lärm hier in dem Maschinenraum. Wenn das Scotty wüsste. Okay. Wow. Ah. Okay. Noch irgendwie ein bisschen looten. Falls wir was übersehen haben. Aber ich glaube, wir haben alles. Wir können da noch hoch. Wir müssen aber da lang. Aha. Halt.
Oh Leute, wir müssen aus diesem Raum raus. Bin ich taub? Okay. Oh. Okay. Jawohl. Munition. Alles looten. Wir müssen hier wegen dem Loot bleiben. Oh shit. Was? Das müssen die Ohren abkennen. Genau. Ging's auf der anderen Seite auch noch rauf? Nee, ne? Nein. Nein, nein, nein. Okay. Let's go. We got this team. Okay. Es funktioniert. Oh. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geostation. Warte, warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Hi. Unterwegs, Chef. Roms? Rom? Ist das nicht in Italien? Sehr gut, Arashi. Stimme ich zu. War damals geil und ist es immer noch. D-Lord, absolut. Das Signal ist in der Stasis. Habe ich es da irgendwo liegen lassen? Ja. Loot oder Hörvermögen? Man hat die Wahl. So, so ist es. Und Arashi ist jetzt am Handy. Alles klar. Dann nimm uns mit ins Bettchen. Ich habe eine Zeit lang gedacht, D-Lord, witzig, dass du das sagst. Ich habe eine Zeit lang gedacht, mein Gott, man müsste das Spiel remastern. Aber mal ganz ehrlich, das sieht doch heute noch taufrisch aus, oder? Immer, es kann mit den Games von heute immer noch mithalten. Soundtechnisch sowieso und designtechnisch. Und Atmosphäre wollen wir gar nicht drüber reden. Also, ich meine, da ist es über allen Zweifel erhaben. Will ich mich heilen? Ich glaube nicht. Ich will nur achten, was hinter der Tür ist. Wir haben gerade gespeichert. Hallo? Ja, ich kusche jetzt mit euch allen. Oh, auch hier. Hallo? Okay. Tja! Ich höre doch da was. Isaac! Isaac! Wo bist du? Ich bin's. Nicole. Nicole? Oh, wir sind wieder hier. Okay, zurück zum Monorail. Aber nicht ohne vorher beim... Oh shit, Junge! Aber nicht ohne vorher beim Shop halt zu machen, wollte ich mal sagen. Wir hatten nichts dabei? Toll. Ja, ich meine, das Einzige, was ich für einen HD-Remaster machen könnten, wäre Raytracing und vielleicht die Textur noch ein bisschen höher. Dann dürfte das so in 10 bis 20 Jahren noch gut spielbar sein. Oh ja, oh ja. Das wäre krass. Ich glaube, ich brauche eine neue Webcam, sonst denkt jeder, ich bin ein Lauch, weil mein Körper in der Cam so eine Stange ist. Hm, ob das an der Cam liegt, Arashi? Hm. Meine Rede, die Atmo und das Gameplay, wer Angstschweiß mag, muss dieses Game einfach lieben. Jawohl, da verstehen wir uns. Okay, pass auf, wir shoppen gerade noch eine Runde und dann gehen wir zum Monorail. Haben wir eine Blaupause? Yo! Medipack Mittel. Ripperklingen. Okay, let's go. Wir könnten den Ripper kaufen. Wie viele Knoten haben wir? Wir haben 3. So, in den Safe. In den Safe. Verkaufen. Luftkanister. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Die verkaufen wir einfach. Stasepacks. Hm. Eigentlich brauchen wir die auch nicht, glaube ich. Guck mal hier. Packen wir rüber. Ich glaube, die Luftkanister, die verkaufen wir jetzt einfach. Was soll der Quatsch? So. Wir haben so viel Munition für die Impulsprojektile, das ist schon nicht mehr feierlich. Also wie viel habe ich rübergepackt? Eins, ne? Eins nehmen wir noch zum Heilen, glaube ich. Ja, genau. So. Shop. Ich glaube, wir sparen gerade, weil vielleicht können wir gleich wieder den Anzug aufwerten. Das wäre geil. Und dann kaufen wir dann nochmal Knoten, wenn wir brauchen.
glaube, die Kanister kannst du verkaufen und davon lieber einen Knoten für Luftupgrade holen. Ja, das war auch mein Gedanke. Ich bin nur überlegen, ob wir gleich nochmal den Anzug aufwerten dürfen. Meine Mom hat die Wohnung mit Weihrauch versehen. I guess, ich kann in Ruhe schlafen. Okay, let's go. Einmal heilen. Okay. Und zurück zum Monorail. Hab mir heute eine Retropie gebaut. Sau geil. Bitte was? Fotos im Discord. okay, here we go. Ich glaube, das Kapitel ist zu Ende. We did it! We did it! Aufgabe erfüllt. Kapitel 3. Kurskorrektur abgeschlossen. Fortschritt speichern. Ja, bitte. Ein Raspberry ist es. Ja, ja. Genau, ein Retropie. Retropie. Ja, sorry, das spreche ich erst auch. Retropie. So, sorry. Ein Retropie, natürlich. Mit was für einem Controller spielst du es denn? Das ist die große Frage. Gesundheit. Oh, so ist das immer. Man sitzt hier und als Streamer liest du die Sachen halt einfach mal vor. Ich muss mir das eigentlich abgewöhnen, aber es macht mir viel zu viel Spaß. Oh. Kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Okay. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie Opa. Glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Schuffel. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Okay. Und Amarok, moin moin, ihr sexy Menschen. Amarok, willkommen im Stream. Du sexy Mensch, nehme ich an. Willkommen bei Basement Time. Xbox Elite Controller, jawohl. Und einfach mal so ein bestimmt 10-mal so teuer wie der Pi, den du da stehen hast. Bester Controller, der ist leider geil. Kostet nur das Vierfache von einem Pi, genau. Was aber wert hatte vorher nur ein PS3-Pad. Ja, dann ist es auf jeden Fall der Job überhaupt. Und der PS3-Controller ist eine Zumutung. Ja, in bestimmten Belangen ja. Ja, definitiv. Ja, habt ihr den neuen? Es gibt einen neuen, der V2 mittlerweile, ne? Von dem Elite. Der war auf der Gamescom in der Vorstellung. Huch! PS3-Pad ist terrible, ja. Mir ist kalt, kommt jemand mit mir unter die Kuscheldecke? Ich glaube, da musst du. Das spricht der Weihrauch aus dir, Arashi. Das spricht der Weihrauch aus dir. Hallo. Okay. Was ist denn jetzt die Mission? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Einmal kurz, damit wir die Mission haben. Die Mission ist. Hammond auf der Brücke treffen. Okay, dann machen wir das doch, oder? AA-System ist kaputt. Was auch immer damit in. Ruf den Klempner. Scheiße, das Problem ist. Ist Isaac nicht für zuständig. Ja, genau. Gas, Wasser, Scheiße, Isaac macht alles. AA-System? Anti-Aliasing kaputt. Okay, hallo? Hier, ne? Silver, das jetzt mit Raytracing. Huh? Global Illumination. Huh? Volumetrische Schatten. Oh mein Gott, wie krass es aussehen würde, oder? Wie krass es aussehen würde. Oh mein Gott. Oh Gott! Pupu, 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 pupu. Und in VR, Dead Space in VR wäre so geil. Ich glaube, das wäre heftig. Also, wie das in VR? Es gab doch mal eins auf der Wii. Was bist du? Es gab mal eins auf der Wii mit der Wiimote-Steuerung Extraction oder so ähnlich.
Das wäre jetzt halt witzig, ob man das in VR portieren könnte. Das wäre krass. Heiliger Strohsack, ey. Okay, hallo Shop. Wir gucken einmal kurz in den Shop rein, ob wir den Anzug aufwerten können. Neuer Shop, hallo, hallo. Nein, Anzug können wir nicht aufwerten. Ich denke, wir kaufen uns dann noch Energieknoten. Zumindest einen. Jetzt haben wir vier. Na, Medipack klein, das nehmen wir so mit, das passt. Oh, Int darf jetzt mit zu Arashi ins Bett. Oh, hallo? Okay, wir sind auf der Brücke. Captain auf der Brücke. Okay, hallo? Oh, shit. Hier ist was kaputt. Bruch in der Hülle registriert. Ja, habe ich auch gemerkt. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Betreten das Hände-Tentakel-Gebiet, bitte halten Sie Ihr Höschen fest. Okay, I see it coming. Okay. Hallo? Da liegt was. Oh, halt, wartet. Kisten. Okay. Alles nachgeladen? Sicher? Ja doch, das, was wir nachladen können, ist nachgeladen. Okay. Okay. Okay, da unten ist ein Speicherpunkt. Den nehme ich gerade mit. Egal. Okay. Aufzug. Hallo? Hä? Audiolog. Nee, Schema halt noch, okay. Das sind Rettungskapseln, oder? Oh, Hammond! Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Aha. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie, ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, und ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein, ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens drei Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Okay. Check. Übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber... Das war riesig. Gewaltig. Okay. Dann geh du noch raus. Okay. Das ist zu. Da ist noch was auf. Okay. Geschwisterliebe. Ja. Okay, here we go. Scheiße! Zurück! Ich dachte, ich wäre tot, als ich die Kapsel verriegelt habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach. Ich beeile mich lieber. Okay. Was ist das? Okay. Wir gehen wieder hoch. Here we go. Okay, hallo? Irgendwas macht hier Mordskrach. Da ist noch ein Item. Das nehmen wir mit. Okay, komm!
Wir sind jetzt an Bord gegangen. Stopp. Wiederhole, sind an Bord. Wir werden angegriffen. Was zum Teufel sind das für Kreaturen? Die haben schon fast die gesamte Deckmannschaft umgebracht. Wir brauchen hier dringend Sicherheitsverstärkung. Waffen müssen nicht. Wir können sie nicht lange zurückhalten. Alright. Amaru, wegen Spoilern. So Leute, ich bin mal im Land der Träume. Alles klar, Rashi, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir eine angenehme gute Nacht. Schlaf schön und bis zum nächsten Mal. So. Okay, we got it. Da ist die Tür. Okay. Moment. Es wird, dass wir... Ach, wir sollen zur anderen Tür gehen. Ich depp. Okay. Ja, links rum, gut hier. Okay. Oh shit. Oh shit. Ha! Got it! Oh! Das ist ein Kerl! Ihre Waffen schaffen es nicht durch die Panzerung von dem Ding. Schießen Sie in den Rücken, Alex! Okay. Ist er tot? Quarantäne aufgehoben. Okay. Er ist tot? Ich sag ja nichts. Have fun. Ich freue mich schon auf Freitag Base. Ciao, alles klar. Schlaf schön. Und danke nochmal fürs Reinschneiden. Achso, und für alle, die jetzt hier noch sind, denkt dran, Leute, Ausrufezeichen Giveaway, damit ihr Bescheid wisst, ne? Okay, also wir dürfen da jetzt rein. Isaac, mach uns wieder ganz. Huch! Mach uns wieder ganz. Aufzug, was? Aufzug aktivieren? Ja, der ist doch hier. Oder? Also nach. Loot? 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 Aha! Vier Punkte. Das Rig Luft verbessern. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, Luft brauchen wir erstmal noch nicht. Wir gehen hier hin und tun uns mehr Lebenspunkte. Und einen Knoten behalten wir als Safety-Knoten, damit wir die Türen aufmachen können. Sehr gut. Okay. Ja. Atriumaufzüge sind jetzt online. Sehr gut. Hallo? Nee, das war kein Spoiler. Alles gut. Nee. Ich bin mir gar nicht sicher am Anfang. Kann man es, glaube ich, sehen, wenn man die Kamera dreht? Der hat ja ganz am Anfang noch gar keinen Helm auf. Das ist Meuterei. Oh. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Autsch! Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Okay. Doktor bei der Arbeit. Okay. Aufmachen. Jawohl. Das nehmen wir auch noch mit. Okay. Hier können wir wieder speichern, davon ist ein Audiolog, aber hey. Speichern an sich ist nicht verkehrt, also machen wir das dann natürlich.
Schemata für eine Laserkanone, okay. Was bist du? Schiffssystem, Lagerraum. Bist du tot? Immer der gleiche Trick von euch. So. Okay, Stasis kurz aufladen. Credits kaufen. Mitnehmen wir nicht. So, noch mehr Credits. Da ist auch noch ein Schrank, den wir durchsuchen können. Okay, perfekt. Okay, wir schauen weiter. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Okay, Verzerrungen von unten. Da, Necromorph. Okay, das fand er nicht gut. Da wirst du schön an die Decke geklatscht. Okay. Environmental Hazards. Komm her, hier, komm, ja. Nein, du willst hier lang gehen. Du willst hier lang gehen, ach verdammt. Ich da reinschubsen, aber egal. Klappt nicht. Okay. Oh Gott. Okay. Ja, droppt nichts, okay. Aufpassen, dass wir nicht in die Platten da reinlatschen. Das wird sonst eine große Sauerei werden. Okay, da ist ein Necromorph. Du kannst ja ruhig da bleiben, ne? Oder? Da hat er Loot dabei. Ja, komm her. Oder geht er. Ah, da kommt er. Ja, komm. Ah, verdammt. Okay, sind hier noch mehr Platten? Okay. Ah, zwei. Ah, komm, mach auf. Ah. Ah! Okay, kick! Jawohl, weggekickt. Was ist der andere? Oh, verdammt, da oben. Okay, den hab ich. War hier noch einer? Immerhin wird, war das Spiel nicht so assi, dass Gegner in den Schränken drin sein können. Ja, genau. Das wär's. Okay, Stasis, okay. What the hell? Hallo? Ich habe sie gehört. Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Auf normal spiele ich im Interesse des Streams, weil wir natürlich auch irgendwie mal durchkommen wollen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Weg! Okay. Komm her, Arm ab! Jawohl, Arm ab! Okay. Ich bin immer nicht sicher.
Isaac ist voll im Agro-Modus. Okay. So bekommt man wenigstens beim Looten ein bisschen Seelenfrieden. Ja, ne? Das wär's noch. Ich mach so einen Schrank auf und dann springt mir so ein Vieh ins Gesicht. Ey, oh mein Gott. Mein Gott. Wird mich fertig, Mann. Moin, Base, Kiwi. Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir? Na? Ja, ich heiße dich herzlich willkommen hier an diesem fantastischen zweiten Tag des Shoptober-Events hier bei uns. Bei Basement Time. Hallo? War hier noch irgendwo Sachen zum Looten? Ne, da sind wir hergekommen. Okay. Also das Vieh vielleicht noch mehr hier rumjagen lassen sollen, damit es noch mehr kaputt macht, damit wir mehr looten können. Hallo? Not cool. Ganz not cool. Ganz gut, dann kommt mir immer viel um die Ohren, deswegen war ich lange nicht mehr hier. Alles gut, kein Grund zum Entschuldigen. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute zwischendurch reinschauen und ich mal wieder von dir höre, dass es ihnen gut geht. Strom aus. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Achso. Schiffssysteme auf Verteilerkasten umgeleitet. Ich mache Fortschritte mit dem Pyrgaster. Oh. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So, weiter. Am besten direkt so ein verdammtes Baby stellst dir vor, du machst so einen Schrank auf und dann springt dir sofort so ein Baby ins Gesicht. Gott. Ah. Ja, aber auch das einfach so viele Stellen, wo das Game Brain sagt, du bist sicher und dann auch überfallen und gekillt hat. Ja, ja, ich liebe das eigentlich, wenn sie komplett immer mit dem Spieler, mit diesem Sicherheitsverhältnis vom Spieler rumgaukeln. Du denkst halt jetzt, oh, das war's. Und dann war's das halt nicht. Und du denkst, oh, das war jetzt schlimm und hier bin ich safe. Oder jetzt passiert was Schlimmes, es passiert halt nichts. Das ist halt große Kunst, große Kunst. Okay. Okay, let's go. Wir gehen hier wieder zurück. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Platten treten. Ja, also wir haben jetzt einfach nur den Dings angemacht, okay? Wow, Knarre ist zu... Der Plasma-Cutter ist komplett leer. Ah, ja, okay. Aber zumindest haben wir in dem Pulse-Rifle noch was drin. Okay, sind wir hier allein? Bis jetzt, ja. Okay. Wir sind sicher, Leute, wir sind sicher. Okay. Ich höre Sounds. Ja. Seid ihr tot? Ja. Okay. Okay, wir speichern. Mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren. Ich kann mich überhaupt nicht dran satt sehen, wie sie die komplette UI von dem Spiel im Spiel vergraben haben, oder? Ist das geil? Ja, das muss man heute nochmal, bitte alle, die es noch nicht, denen es noch nicht aufgefallen ist, nochmal ein bisschen zu würdigen wissen, wie toll das ist. Sein Menü, eigentlich alles. Das ist perfekt. Es gibt auch kein vergleichbares Game, was das gemacht hat. Zumindest nicht mir bekannt. Hallo? Was? Oh shit. Ah! Oh shit, hinter uns! Oh shit, noch einer! Okay, wait! Ah, verdammt! Wuhu! Oh, wenn sie laufen, ne? So creepy! Muss was zu werfen haben, aber hier ist nichts, ne? Warte, da! Alle! Nachladen! Vollgas!
Es hat keinen Kopf mehr, es läuft immer noch. Okay, 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 okay. Was? Wo? Oh, verdammt, noch einer. Okay, der zieht sich nur noch an einem Arm durch die Gegend. Oh, kann uns trotzdem noch Schaden machen. Burn in hell! Okay, da hinten kommt noch einer. Jawohl! Da ist Barbecue! Wie kommt denn da noch? Oh, diese Ruhe. Ich liebe es. Ja, ohne der Overlay hätten wir tatsächlich nichts, was wie ein klassisches Satz aussieht im Screen. Ja, es tut mir leid, dass ich mein Overlay noch hier habe. Ich mach Dead Space kaputt. Oh, vor allem die Ziele sind auf verschiedene Abstände. Also sind mal näher dran und weiter weg. Das haben die bei Dead Space 2 nicht mehr gemacht. Echt nicht? Ist mir gar nicht mehr in den Sinn, wie das bei Dead Space 2 war. Nach dem Game war man auch hart zwanghaft, den Gegner nochmal zu erschießen oder wenigstens drauf zu treten. Und ja, das Interface seiner Zeit so weit voraus, finde ich auch. Hammer, ne? Es ist einfach so gut. Oh, hallo. Ja, ja, also dieses, ich trete nochmal drauf, ich guck nochmal nach. Ich trete nochmal drauf, ich guck nochmal nach. Oh, hallo, habe ich dich nicht gelootet? Das ist mir jetzt aber auch gar nicht peinlich. Also, okay, er ist nachgeladen. Oh ja, 6 Schuss zumindest mit dem Plasma-Cutter. Okay, der ist auch wieder einigermaßen voll. Kein Treten, Looten, wofür? Ja, genau, das ist die Devise von Dead Space. Okay, ich glaube, wir müssen zurück zu Hammond, ne? Ja. Okay, ich guck mal, ob hier noch... Oh, hallo! Noch irgendwas ist, was wir looten können, weil wir nehmen ja alles mit. Okay. Oh, und kein... Jetzt mal ganz ehrlich, wie er atmet. Alleine das ist es wert. ASMR, Isaac. Okay, here we go. Hallo. Hammond? Jumpscare. So. Wo soll ich hin? Habe ich was vergessen? Hätte ich den Knopf drücken sollen? Ach, ich muss oben auf der Brücke ja den Knopf drücken. Ich depp. Sorry, dass wir nochmal da runtergefahren sind. Wir wollten nur gucken, wie es Hammond geht. Okay. I know. Genau, wir müssen jetzt durch das Ding hochfahren, ne? Ja, genau. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Sie wurde abgebrochen, hallo? Okay. Okay, hier ist nichts an der Wand, was wir noch looten können. Okay, wir speichern einmal. Und dann geht's weiter. Ja. Hallo? Wow, Zero G! Das ist vom Sound her so gut. Ich mag den Sound so sehr. So sehr. Achso, das Vakuum ist dann wieder. Okay. Cool. Aber ich glaube, wir haben gar keine Energieknoten, deswegen. Also wir haben 2. Plasma-Cutter? Wir können den Schaden von Plasma-Cutter um 1 erhöhen. Mal gucken, ob der Trick wieder geklappt hat. Und der Plasma-Cutter wieder mehr Munition hatte. Eben hatten wir 6 Schuss. Ist immer noch so. Okay.
kann ihn nachladen auf 12. Alright. Ende des Vakuums. Okay, Abbauverwaltung. Oh shit. Oh shit. Oh, das sind diese braunen, das sind die ganz üblen Jungs. Ja, hier ist es schön. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die reinlaufen. Vielleicht können wir die mit dem Plasma-Cutter ja zurückschubsen in so ein Ding, das wäre super. Da sind sie. Habe ich Stasis noch? Ne, habe ich nicht. Okay, komm her. 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 Und jetzt zurück mit dir. Jawohl. Ey, war das IQ 200, Leute? War das IQ 200? Weil die fressen so viel mehr Magazine. Okay. Jawohl, da vorne ist so eine Knotentür. Jawohl. Okay, gib mir Loot. Hallo? Jawohl. Okay, Credits. Credits. Nehme ich mit. Credits. Medikit. Puls. Jawohl. Silver and Filzer. It's over 9000, Alter. Das wollte ich hören. Aber genau das wollte ich hören. Aber die fressen so viel Munition normalerweise. Okay. Ist voll. Ist voll. Nur der Plasma-Cutter, den haben wir leider noch nicht voll. Aber egal. Yeah. Okay. Wir sind von da hinten gekommen. Ich will noch kurz den Raum hier abchecken. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht selber jetzt in so eine Falle trete. Hallo? Irgendjemand hier? Alles, was wir am Mund sparen können, gibt uns später mehr Patte für Upgrades. Das ist der Plan. Genau das ist der Plan. Sonst ist hier nichts, ne? Das Ding auf dem Boden. Nein, nein, nein. Nix, 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 nix. Okay. Okay. Oh shit. Oh shit. Was ist es? Ist es einer von den Dicken? Oder ist es einer von den Normalen? Okay, hier kann ich nichts machen. Sieht zwar aus wie so ein Shopping-Terminal. Da kann ich nicht durch. Okay. Hä? Wo ist er denn? Ja, dann tue ich ihn. Sehen nur nicht. Okay, da können wir nicht durch. Das heißt, wir müssen hier lang. Ach da, es ist ein Baby. Ja. Okay. Was macht Cutter? I like. Okay. Was haben wir hier? Leben. Okay. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge er das nimmt, aber wir nehmen erstmal das kleine jetzt weg. So, zack. Mal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und hier, Energiezufuhr auf AAS umleiten, okay? Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Luigi, mein Lieber, vielen Dank für deinen Host. Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Okay. Willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir, du Urlauber? Da hinten haben wir so ein Kackvieh nochmal. Okay. Das ist nicht cool.
Okay, wartet, wartet. Oh Gott, 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 Gott. Tschüss! Wer ist smart? Wer ist smart? Oh, warte. Dankeschön. Oh shit! Oh Gott. Oh Gott! Es drückt mich in das Ding rein, oder? Finish it! Oh, der ist ja geil. Oh, ich dachte gerade, es drückt mich in dieses Feld rein. Oh. Was ist das für ein Diamant? Du bist VIP, Luigi. Du bist VIP. Hatte mal einen zugeschaut, der die meisten Gegner immer nur angeschossen hat und dann zu Club getreten für Muni sparen. Auch nicht schlecht. Nee, ich versuche die schon zu benutzen. Oh, warte, da kann man gar nicht durch. Das war die falsche Seite. Wir versuchen schon die Muni zu benutzen. Ich will sie gar nicht so nah an mich rankommen lassen. Das ist so mein Plan eigentlich. Da hinten liegt noch Munition. Okay. Ich glaube, wir waren auch noch nicht in dem Raum hier, ne? Hallo? Ne, definitiv waren wir noch nicht in dem Raum. Audio-Log. Oder? Ne, halt. Ein richtiges Logbuch. Logbuch des Captains, Überträger der Erstinfektion. Es ist erst weniger als eine Stunde her, aber die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Das Flightdeck war nach dem Crash des Shuttles als erstes dran. Jetzt ist es bereits fast vollständig versorgt. Wir haben wenigstens die Hälfte der Krankenstation verloren und etwa ein Viertel des Maschinendecks. Vom Frachtdeck und Planetenbetrieb liegen noch keine Informationen vor, was Schlimmes vermuten lässt. So hatte ich das nicht geplant. Oho, geplant? I see. Und wow, danke. Ja, gerne, Luigi. Damit ich dich auch direkt hier immer sofort erkennen kann, wenn der Luigi reinkommt. Zack, Diamant an. So. Hallo. Okay. Loot. Ups. Zu kurz auf Fuß. Jawohl. Oh, hi. Dein Personal Space ist dir wichtiger, sagst du? Er war da mitten drin, statt nur dabei. Genau das. So, hallo? Hier lang. Okay. Das war's, mehr gibt's hier nicht. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Okay, Zero G. Hallo? Plasma-Cutter, Länge, Abstand. Ein Plasma-Cutter, Länge, Abstand. Genau. Das sollte die Devise sein. Okay. Tür des Vakuums. Okay. Wir fahren hoch. Ebene 3 nehme ich an. Wir waren ja auf 2, glaube ich, in der Mitte, ne? Hallo? Oh oh, das klang nicht gut. Machen Sie uns wieder ganz. Leute? Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Die Stimme, dieses Geflüster, so geil, oder? Ah, ich liebe es. Okay. Schema. Energiekanone. Okay. Der Sound hier, hallo? Ist irgendwas doch im Arsch. Okay, wo ist er hin?
Wir speichern. Er platzt! Oh Gott! Ah! Ah! Runter von mir! Wow, fast tot. Oh. Okay, aber das wolltet ihr sehen, ne? der Plasma-Cutter ist eh die beste Waffe im Game, fand ich. Aber was ist dein Favorite? Absolut, mein Favorite ist auch der Plasma-Cutter. Der Plasma-Cutter alleine mit dieser Funktion, vertikal, horizontal, es ist halt, ne? Das Dismemberment, das mit der Wahl. Oh shit, oh shit! Okay, da sieht man mal, wie viel die sonst fressen. Da waren jetzt bestimmt 5 Schuss drin oder so, oder 6. In dem Typen. Und eben gerade haben wir sie quasi instant gekillt, weil sie an die Decke geklebt wurden. Okay. Dafür geben sie auch ordentlich Credits, aber hey, wenn wir keine Moon haben, was bringt uns da die Credits? Okay, wir können hier die Power wieder einschalten, also. Energiezufuhr auf AS umleiten. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline, liegt sicher an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Tja, also, wir müssen die AA-Kanone bedienen. Besser am dran als am ab. Plasma-Cutter, lässt grüßen. Genau das, genau das. Sehr gut, gefällt mir die Lord. Okay, da sollen wir hin. Das ist eh zu, also müssen wir da auch rein, okay. Hallo? Oh, ich sag's nochmal, die Szene jetzt, Raytracing, ne Silver? Du bist komplett bei mir. Und dann das diffuse Licht des Laser, des Laserpointers von der Knarre da durch. Die AA-Kanone, genau. Wir müssen die Anti-Asteroiden-Kanone. Oh mein Gott. Ich seh's quasi schon vor mir, wie das mit Raytracing aussehen würde. Zu krass. Wir müssen da lang, also checken wir erstmal den Seitenraum hier. Hallo? Gib mir all dein Loot. Mhm. Fahrstuhl. Ja, auch wenn man mit Raytracing die Spiegelung im Blut hätte und natürlich die Schatten auch besser erahnen lassen, ob da was sein könnte. Ja, es wird also gut. Ohne Flachs. Aber ich glaube, das ist heftigstes Wunschdenken. Das müsste ein Fanprojekt sein, weil ich glaube nicht, dass das passieren wird. Weil die Musik. Okay. Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Oh yeah. Sauerstoffkanister. Okay. Habe ich einen kleinen Medikit noch dabei? Ja, wir nehmen das hier. So. Okay. Sind wir bereit? Let's go. Vielleicht als HD-Remaster, sobald die noch Konsolengeneration kommt. Ob sie das machen würden, wer weiß, wer weiß. Die AA-Kanone würde am besten sein, wenn sein Dixie-Klo mit Tamponschleuder dran wäre. Oh mein Gott! Direkt so an die Devs geben. Jetzt einbauen. Okay, und jetzt kommt's wieder. Mein Lieblingsmoment, wenn das Zero-G einsetzt und der Oxygen weg ist, weil der Sound so geil ist. Das haben sie so gut eingefangen. Let's go. Ein Tritt Vakuum. Tritt Schwerelosigkeit. Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Duck and cover.
2 schaffen? Das will ich wissen. Oh, schaffen wir nicht. Oder? Oh Gott. Got it. Okay, go. Zeig mir, dass ich nicht gespuckt bin. Schwerelosigkeit. Okay, wir sind drin. Tür zu, Tür zu. Ende des Vakuums. Okay. Okay, wir haben's. Wir speichern. Ab geht's. Okay. Manuelle Steuerung. Genau. Jawohl. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger und sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut verstanden. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Der Sound. Oh shit. Das ist Morhun. Ah! Hüllenintegrität am Arsch! Ah, es überhitzt! Oh Gott, was mache ich da? Der Dicke! Ah! Hier geht gerade alles kaputt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Höhenintegrität 1%. Tot. Okay. Tot plus. Wir sind zweimal gestorben. Okay, nachdem wir den Death haben, jetzt mitzielen. Ich probier's. Auf Konsole ist das echt scheiße schwer. Danke aber auch einen Land zu brechen für alle Konsolengamer. Obwohl es das jetzt nicht besser wird. Nur noch eine Minute, hat er gesagt. Und ich war bei 1% Hülle, ne? Das war hart. Aber gut, dass wir gespeichert haben. Okay, let's watch this. Again. Ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht. So, also Base. Es war ein Gewöhn, also, okay. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Ja, verstanden. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Gott, ey! Schwammig mit dem Controller gerade. Ich habe keine Ahnung, ob ich da an der Sensitivität arbeiten muss. 50%. Oh mein Gott, und dann sind es. Dann zerbrechen sie in mehrere Teile. Boah. Okay. Fokus auf die Mitte, alles was zu nah dran ist, ist schwer zu treffen. Ja, mit Controller könnt ich das nicht. Wow, das war krass. Okay, pass auf. Wir zählt jetzt mal mit. Also ich schreib's gleich drauf, was wir jetzt hier sterben. Weil ich hab das Gefühl, das könnte fies werden. Okay. Soll ich das denn mal mit Maus und Tastatur probieren? Ich habe ja jetzt den Luxus. Ich kann ja mal probieren,
ob es besser geht, okay? Pass auf. Ich guck mal, ich probier's mal, ob's geht. Genau, Alter. Okay. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massen. Also links, rechts, okay, ja, geht. Was auf uns zufliegt, behalten Sie die Höhlenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Richtig, oder? Unterschied wie Tag und Nacht. Gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Leichtes Überziehen, die Unimmerschein der Betriebsschule auf Feststücke. Ja, das ist krass, oder? Das war heftig, oder? Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Okay. Muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Ja, ne? Aber jetzt kommen ja keine Asteroiden mehr. Nice Mouse for life! Tritt Schwerelosigkeit. Also ich weiß auch noch, das war scheiße schwer auf Controller, war das da. Oh shit! Gib mein Stuff! Okay. Schon. Was ist das oder sind hier noch mehr? Ach, er kann sogar springen. Ach, verdammt, ja. Ich vergaß. Ende der Schwerelosigkeit. Geil, auf den Himmel abschießen, dann schweben sie weg und sie haben einen. Ja! Sie können sich nicht mehr bewegen. Okay. Ah, oh, das ist so gut, okay. Isaac. Wow. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Oh no. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Komm zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Ei, ei. Was steht da? Bitch, Slap, Pep, App, APB? Ich hab keine Ahnung.
Okay, das geht nicht auf. Ist verschlossen. So, Energie ist jetzt da. Alles klar. Wir können jetzt einfach... Hört das denn nie auf? Der Arme weiß noch nicht mal, dass damit gerade erst das vierte Kapitel anfängt. Genau! Der Arme! Oh, shit. Hallo? Sie da? Sie da? Oh, shit! Was? Wo ist es? Fördert mir Feuer! Die Dinger erinnern mich so richtig schön an das Ding aus einer anderen Welt, oder? Leider genial. Richtig schöner Body-Horror. Okay, wir haben noch lange nicht mehr gespeichert, was machen wir gerade? Okay. The Thing, genau. Das Ding aus einer anderen Welt. Wer hat denn beide Filme gesehen? Habt ihr das Original von Carpenter und das Remake gesehen? Ich finde ja an das Carpenter-Ding kommt der neue nicht ran, aber ich fand ihn eigentlich auch okay. Also, besonders mit dem Schluss, aber ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Hallo. Okay, auf zu Hammond. Nee. Ach, wir sollen jetzt zur Krankenstation gehen. Ja, genau, auf zum Monorail. Okay. Irgendwer hier? Nein. Okay. Time to shop. Habt ihr den aus den 80ern gesehen? Yeah, genau. Den John Carpenter mit Kurt Russell runtergegangen. Anzug Level 3! Laserkanone! Energiekanone! Jawohl! Anzug Level 3, Leute, es ist soweit. Time to upgrade. Watch this. Das ist so geil gemacht. Jawohl. Da rein. Jawohl. Jawohl. Ah, das Rig sieht so geil aus. Okay, was geben wir uns denn jetzt noch? Ich glaube, wir kaufen uns noch Knoten. Wir haben noch große Medipacks. Die kommen erstmal weg. Oh, die können wir verkaufen hier. Geil. Halbleiter verkaufen. Rubin-Halbleiter für 10k verkaufen. Das kleine behalten wir noch. In den Safe. Wow, in Safe haben wir noch so viele von den Dingern hier. Cosplay dafür, das Kostüm dafür machen wir mega. Holy crap! Perfektes Timing! Wow! Das sage ich doch einfach nur an der Stelle zu Madnet und seinen Leuten! Madnet, vielen Dank für deinen Raid und ein herzliches Willkommen an alle deine Viewer. Schön, dass ihr reinschaut. Wie geht es euch? Einen wunderschönen Schocktoberabend wünsche ich euch. Wie war dein Stream? Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Was wurde denn gestreamt? Legacy, willkommen im Stream. Oh mein Gott, sind das Süße? Oh mein Gott, ist das Stitch? Sehe ich da als Stitch als Emote? Moment, da muss ich raus haben. Sorry, das muss ich sehen. Oh mein Gott, das sind deine Emotes? Ich geh kaputt. Ohohohoho. Sind die cute? Mega. Dafür erstmal Props. Dafür Props. Die sind super süß. Super süß. Voll geil. Mega. Wie war dein Stream? Was hast du gezockt? Okay, wir setzen fort. Boah, wir haben so viel Pulskanonenmunition. Verkaufe ich noch was? Kaufe eine neue Knarre? Die Laserkanone? Komm, wir wollen mal neue Waffen sehen, oder? Okay.
Pass auf, wir nehmen mal eine neue Waffe mit. Und zwar nehmen wir mal die Laserkanone mit. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine war. Die nehmen wir mal mit. Den Ripper nicht. Und wir kaufen noch... Kaufen noch einen Knoten. Zack, damit wir wieder leveln können. Okay, let's go. Wir haben heute WoW gezockt. War sehr schön und entspannt. Ja, Classic? Oder das Live-WoW. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja. Und ja, ich liebe Stitch. Ah. Puh. Dann, ja, kein Fehler begangen. Retail. Kamisis. Richtig. Wow. What the... Warte kurz, bin sofort wieder bei euch. Okay. So. Kami reicht, alles klar. Nee, kein Classic, spiele Retail. Ah, alles klar. Dann ist ja alles gut. Okay. Hallo. Sitz. Oh, shit. Okay, steht nochmal auf. Und auch Lone Warrior. Oder Warrior, sage ich einfach. Huhu. Ich bin in Classic unterwegs, alles klar. Ja, also ich wollte gerade sagen, es ist Classic, aber zurzeit immer noch mehr en vogue als das Retail, ne? Okay, let's go. Wo ist meine Monorail? Meine Monorail ist hier. Okay. Ab dafür. Mission abgeschlossen. So. Ja, genau. Classic ist halt auch mega zeitaufwendig. Ist jetzt nicht demnächst irgendwann BlizzCon? Ja, habe ich mir sagen lassen von meinem guten Kollegen, dem Aga. Ich glaube, es ist irgendwann BlizzCon und dann werden sie wahrscheinlich Neues über das Retail sagen und wie sie mit Classic weitermachen wollen. Okay, und hier sind wir. Zurück auf der Krankenstation? Ich bin gerade überlegen. Okay. Telefon? Scheiße, Isaac. Ja. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Okay. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Okay. Sehr gut. Wir sind hier schon gewesen, ne? Genau, das ist die Krankenstation, okay. Hallo? Ich muss da durch. Wow. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Silver, guter Einwand. Wo sind die ganzen Leichensäcke hin, die eben noch hier waren? Und so zeitaufwendig ist es doch gar nicht. Ich kann es nicht mehr beurteilen. Es ist so unglaublich lange her, dass ich WoW gespielt habe. Ich bin quasi Beta-WoW-Player und habe aufgehört, als der Lutschking rauskam. Ja. Wenn man Real Life hat und Retail spielt, doch, schon. Okay, da müssen wir hin. Hallo? Oh, da unten. Da ist das Lasergerät, okay. Ja, das benutzen wir nur für dicke Gegner. Okay. So dunkel. Ah, Babys! Okay, got it. Ich hab noch Real Life. Oh, shit. Weg. Spielst du Retail aktiv? Wer jetzt? Ich? Nein, also ich nicht. Nein, ich habe mit WoW komplett aufgehört. Achso, der Warrior. Achso, alles klar. Glückwunsch zum Baby. Es ist hässlich. hallo? Bisschen paranoid geht Bessie schon um die Ecken. Ich lade mal gerade die Stase auf. Besser ist das. Okay, let's go. Wow. What the?
Okay. Das ist eine Werkbank. Wisst ihr was? Wir gehen zur Werkbank und leveln mal gerade. Wir spielen nämlich ja noch DBD und Planet Zoo Classic. Passt zeitlich gerade gar nicht. Ja, komisch, ne? Einfach zu viel Games, zu wenig Zeit, der Tag hat zu wenig Stunden. Okay, wir graden ab. Was für graden wir ab? Den. Was war Cutter? 3 Punkte, das passt. Dann haben wir Kapazität auch erhöht. Plasma Cutter. Also Tempo, Schaden, Kapazität. Boom. Leider geil. Leider geil. Müsste er 16 Schuss haben. Jawohl. Jawohl. Okay, perfekt. Ja, Plasma Cutter ist die beste Waffe im Game. Okay. Hallo? Okay. Whatever! Und da haben wir gerade gesehen, warum der Plasma-Cutter die beste Waffe. Oh Gott! Was? Von wo? Oh Gott, das Ding! Das Ding, was es ausgespuckt hat. Bist du tot? Alter Beule! Okay. Okay. Ripper, zweitbeste Waffe. Oh ja, den kann man close halten. Stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, das müssen wir mal ausprobieren. Okay. Ja, wir fahren erstmal hier hoch. Okay. Okay. Okay, wir brauchen mal gerade. Oh shit! Du Kack! Kackvideo! Okay. Und. Hopp. Das war jetzt ein schlechtes Timing. Super gemacht, Base. So, ich verlasse dich aber nun. Good night! Kami, eine wunderschöne gute Nacht. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ja. Ich wünsche euch, wenn ihr habt, einen schönen Feiertag oder ein verlängertes Wochenende vielleicht sogar. Und vielleicht auch bald. Ne? So. Es rollt immer weg, ich kann es nicht stoppen. Na, danke schön. Ist eh nichts drin, okay? Okay. Und zurück mit dir. So. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Okay. Mitgemacht. Aber vorher speichern. Hallo? Bist du tot? Ja, okay. Ups. Okay, ich glaube, wir sind im Labor. Da ist es. Oh, hallo? Hey! Persönliches Logbuch von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor? Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Ja, er klang total freiwillig, oder? Fandet ihr nicht? ja. Chemisches Forschungslabor, okay. Hallo?
Okay. Okay, Schema erhalten. Wir haben nur noch 5 Schüsse in dem Ding. Okay. Hallo, ihr Freunde der Nacht. Okay. Plasma-Cutter. Okay, wahrscheinlich ist das jetzt eher die Waffe der Wahl. Okay, dann lass mal sehen. Show me! Frage wird bearbeitet. Bitte warten. Chemische Kapsel. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert. Für die Wissenschaft, genau. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Okay, ich hab's fast gedacht. Oh Gott, es ist ihm egal, dass er keinen Kopf mehr hat. Was? Ich dachte schon, er fängt jetzt an, von der flachen Erde und der Baumschwörung zu erzählen. Ja, der Anfang war schon nicht schlecht. Okay. Hi, da draus. Okay, ich dachte echt, wir könnten das Vieh töten. Ich wusste das nicht mehr. Okay. Aber das gibt uns hoffentlich die Chance, wenn wir nicht zu beschissen gespeichert haben. Muss ich weg? Ah, ich muss weg, okay. Das heißt, die Muni ist leider alle, okay. Okay. Verdammt. Die gute. Ach so, den zweiten von der Kanone. Ah, gut, dass du es sagst. Da, gut, dass du es sagst. Danke, Silver. Silver hat aufgepasst. Sehr schön. Okay, damit wären wir bei 4. Okay. Ich renne da jetzt. Oh, warte mal kurz. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Ist da jemand? Großes Matsch. Henker, waren Sie denn? Ich hab die Übungsstation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Oh Gott! Nein, 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 viel zu viele, viel zu viele! Oh Gott. Okay. Oh verdammt, ich bin in der falschen Tür. Hab ich denn noch? Was hab ich denn noch? Ich hab nix, okay. Weg. Okay. Okay, jetzt wird's Survival Horror. Oh shit. Jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Okay. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Moment. Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich das versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Ich muss gerade shoppen. Energiekanone? Okay, warte kurz. Klein. Ah! Nicht verkaufen. In den Safe.
in den Safe. Brennstoff in den Safe. Und in den Safe. Perfekt. Okay. Was mache ich denn da? Nachladen, dankeschön. So. Nachladen. Nachladen. Und nicht zu vergessen. So. Besser. Okay. Das Ding ist jetzt auf. Oder kann ich aufmachen? Okay. Okay. Und jetzt da rein. Wir haben das, Leute, wir haben das. Oh shit, ich häng fest. Okay. Hallo? Okay, Klinik. Oh, da ist er wieder. Klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Hören Sie es? Es kommt. Beten Sie. Nein. Ich möchte hier einfach nur noch weg. Ach so, die Tür ist auf. Okay. Ich hör's doch. Ich hör's doch irgendwo. Oh Gott, da ist es. Oh Gott! Oh shit! Okay, warte, wir müssen es einfrieren. Okay. Das, okay. Rein da. Ah! Wartet, wartet. Na komm, gib's mir her. Danke. Ist er weg? Fun Fact: Die Abschnitte zwischen den zwei Türen und in dem Spiel, der sitzt für den Ladescreen, daher auch ab und zu der Leck. Wo die Tür sich Zeit lässt mit dem Aufgehen. Ja, das stimmt, das haben sie super gemacht. Damals schon. Wunderbare Ladetransitions. Okay, ich weiß nicht mehr, wo ich landen muss. Oh shit! Vergiss es, vergiss es. So, komm. Nein, 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 jetzt nicht schießen, nicht schießen. Bam! Geh weg. Oh shit! Oh shit! Nicht schießen. Ah, ich wusste es. Okay. Stirb! Okay, stirb! Perfekt. Boah, spuckt nicht mal was aus. Auch da. Okay, Halbleiter Gold. Ich will das da hinten in der Ecke haben. Was ist das? Stasis Pack, okay.
Das nehme ich sogar. Falls das Vieh wieder kommt. Hinter dir noch ein Raum? Wo? Was wir? Hier? War hier noch einer? Also ich meine, meinst du, da könnte Loot sein. Also ich war auf jeden Fall in einem der Räume hier schon. Also da sind wir hergekommen. Da war noch ein Raum. Stimmt. Okay, warte. Ich dachte, in dem war ich schon drin. Aber vielleicht ist da jetzt neues Stuff drin. Oh ja, Geschenke. Perfekt, danke. Da war was auf dem Flur? Okay. Wartet. Okay. Wir brauchen Leben. Falls gleich was kommt. Da ist noch was in der Ecke. Ich will das haben. Lass mich da durch. Okay. Okay, es sind nur Credits, aber ich nehme alles mit. Okay. Okay. Was ist mit dir, mein Freund? Ist hier gut? Ist hier gut? Okay. Ich will nur den Loot haben. Okay. Sauerstoff brauche ich nicht. Okay. Base, dieser Wix ist schon ziemlich heiß. Heftig, ne? Okay. Lassen wir stehen. Okay. Wow. Wo waren wir denn hier nochmal? Okay, speichern. Speichern ist immer gut. Okay. Willkommen in seinem Spielzimmer. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke, nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kyle würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kyle schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld. Deine Zeit kommt. Sehr bald. Okay. Da, der Mischer. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Okay, haben wir. Wir haben die Kapsel. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Leichenhalle. Da nicht lang? Okay. Zurück! Luft! Oh, warte, Munition. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Warte mal kurz. Da war der Munition. Okay. Die hat jetzt auch keine Luft mehr gehabt, ne? Okay. Oh shit! Oh shit! Oh Gott, viel zu viele! 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 Es waren viel zu viele! Okay, tot plus. Ah. Ich hätte den Flammenwerfer schon draußen haben müssen. Oder was war nochmal der alternative Feuermodus für die Pulse Rifle? War das nicht so ein Stomp auf dem Boden oder war das wieder eine andere Waffe? Ich vertue mich da jetzt vielleicht auch wieder. Okay. Ah, verdammt. Ja, yeah, ja. Hatten wir schon. So. Alles fertig. Okay.
Okay, haben wir? Mission? Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss. Wir haben gar keine Munition mehr dafür. Okay. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Oh. Was soll der Dienst sein? System auf der Kampfschutz. Das ist jetzt standby. Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, okay. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja, ich weiß. So, warte, wir gucken jetzt mal. Da kommen sie nämlich. Klein Scheißer. Klein Scheißer, ne? Da ist noch einer. Jawohl, mein Aim. Ganz Magazin für eins und Vieh. Perfekt. Okay, pass auf, jetzt gehen wir gerade Luft holen. Das kriegen wir hin. Okay, und zurück. Den Raum hatten wir. Oh Gott, oh Gott! Wartet mal kurz. Waren hier nicht noch so Kanister, die wir benutzen? Oh Gott, das Vieh ist auch wieder da. Dadurch! Oh Gott! Oh Gott, da sind die Viecher, da ist er! Survival Horror! Auch Luft ist knapp! Oh Gott, Baby! Wohin? Okay, warte, ich hab einen Plan. Rüber, Luft kaufen! Warte! Willkommen im Stream! Vielen Dank für deine 15 Monate Subscription hier und die Unterstützung! Dankeschön! Ich hab's aber gerade verkackt. Passend. Aber moin, Watte! Schön, dass du im Stream bist. Alle bitte Ausrufezeichen Hype, Ausrufezeichen Love für Watte! Dankeschön! Okay. Wartet mal gerade. So. Den Tod müssen wir dazu nehmen, aber natürlich dann auch noch ganz schnell Hype! Okay. Ich mache mir das, glaube ich, stressiger, als es sein muss an der Stelle gerade. Aber hey, was soll's? Persönliches Logbuch von Dr. Okay. Chalice. Ja, komm, ja. Der Proband reagiert weiterhin. Haben wir schon gehört? Dankeschön. So, okay. Wow. Übersehe ich irgendwas? Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Das heißt, hier schneit man. Zum Abschluss mischen. Ich bin doch für meine Kinder da. Oh shit. Okay, warte, jetzt geht's los. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das. Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Dienstsystem auf der Krankenstation. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ich weiß, das ist ja etwas, was mich nervt. Das ist ja mein Problem, dass ich nicht so viel Zeit habe. Okay. Oh Gott. Let's go. Ich hole nochmal Luft da drüben. Und dann gehen wir drüben in die Krankenstation, da wird's haarig. Ich glaube, da müssen wir Stasis verwenden, um da schnell aus dem Raum rauszukommen.
Ich glaube, dann werden wir erstmal nicht verfolgt und dann müssen wir gucken, wo der nächste Sauerstoff ist. Das ist unser größtes Problem, ne? Also wir können jetzt hier durchlaufen. Die Dicken lassen wir in Ruhe, damit die nicht platzen und diese kleinen Krabbler machen. Aber Luft. Aber Luft. Wow, das war gar nicht knapp, oder? Ah, das war ein Treffer. Okay, durch. Okay. Okay, wir haben wieder Luft. Zumindest ein bisschen. Oh Gott! Er ist ja hinter uns! Ach da! Oh mein Gott, das hätten wir eben sogar geschafft. Sie haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann Ihr Twin kaum atmen? Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Mist! Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Okay. Alles klar, wir gehen kurz in den Shop. Wir holen uns jetzt Brennermunition. Die brauchen wir ganz, ganz dringend. Hab ich gar nicht mehr. Okay. Wir nehmen uns einen Medipack rüber. Wartet, Halbleiter. Hier, können wir erstmal verkaufen. Verkaufen. Ja, den Luftkanister brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, Brennstoff 25. Brennstoffflammenwerfer. So. Besser. 100 Schuss. Okay. Ich glaube, wir sind good to go. Okay. Bevor wir da rausgehen, speichern wir aber, weil die Stelle jetzt echt fies war gerade. Okay. Okay, haben wir. Huch. So, jetzt müssen wir gucken, was da jetzt kommt. Wo soll ich hingehen? Ach, wir müssen da hin. Hallo? Okay. What the? Ich habe wow. Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Oh shit. Kann ich hier noch irgendwas aufmachen, was vorher noch geschlossen war? Nee, ne? Die Schränke habe ich schon alle offen. Isaac, der arme Ingenieur, ich muss überall hin. Gaswasser scheiße, Gloria. Gaswasser scheiße. Ah! Wenn ich die Viecher hasse, ne? Okay, was ist das? Okay. Okay. Okay, wir müssen hier durch. Wo sind wir hier? Okay, wir müssen da hin, aber ich will einmal kurz gucken, was hier war. Achso, da ist ein Aufzug, okay. Auf der anderen Seite scheint Blut zu sein. Oh, hallo? Ach, wir sind hier wieder. Okay, verstehe. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Aha. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Hab ich. Was mit dir? Schläfst du? Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen.
Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Aha. Please hold the line, genau. Zack. Auf die Tür. Klopf, klopf. Alexa, öffne. Shot. Tür. Irgendwas. Dankeschön. Okay, da können wir speichern, aber da möchte ich gucken, was er da noch hat. Haha, Loot. Okay. Got it. Okay. Und Schränke, die machen wir alle mit. Sehr gut. Sehr gut. Super. Und dann gehen wir raus. Okay, was ist das hier für ein Raum? Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Fortgesetzt werden. Ich bin Dr. Chalice Mercer. Werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Ist klar. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf den ganzen Planeten verbreiten. Mhm. Ich überlasse sie jetzt meiner Schöpfung. Oh shit. Fügen sie sich dem Unausweichlichen. Wo ist deine Schöpfung? Oh Gott! Alles klar. I got it. Yumi, gegrillt ist genau. Oh, 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 oh. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm, 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 komm. Oh, verdammt. Warte. Plasma Cutter. So. Hab es. Oh Gott! Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm hier rein! Komm, komm, komm! Ja, ja, ja! Okay, perfekt. Ab, 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 da rein! Yes! Erst gegrillt, jetzt gekühlt. Gefrierphase erfolgreich beendet. Patient wird transportiert. transportiert? Moment. Hoffentlich war das das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Okay. Komplett leer. Ach verdammt, wir hätten mal die andere Waffe da benutzen können. Aber egal, gut. Wir haben es geschafft. Da warst du... Nee. So, das ist der andere Eingang zu dem... Oh, hallo, Credits. Tag auf. So. Vermutlich ins übernächste Kapitel haben wir ihn gebracht, genau. Huch. Hallo, Monorail. Oh, Loot. Ja. Hier noch was? Nee. Was zum Geier? Okay. Ich glaube, das war's.
Yep. Wir haben das Kapitel beendet. Würde ich sagen. Aufgabe erfüllt. Kapitel 5. Tödliche Hingabe. Abgeschlossen. Sehr gut. Ja, natürlich wollen wir speichern. Und von Kapitel 5 geht's in Kapitel 6. Gefahr für die Umwelt. Aber ich check gerade die Uhr. Und es ist natürlich auch schon ein bisschen später. Und wir wollen ja heute auch nochmal streamen, ne? Warte, wir gehen kurz raus und Hummel, hören wir uns das Telefonat noch an? Nein, machen wir nicht. Warrior, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei Basement Time. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt und genieß deine Zeit hier mit uns. Mach nicht so. Doch, Base macht jetzt Feierabend, weil wir wollen ja heute erst, heute wollen wir ja nochmal streamen, heute Abend, da dann nämlich der reguläre Streamtag ist und ja, da können wir dann halt auch in den Level-Up hinein streamen.